Was wäre, wenn ihr in einer völlig nebensächlichen Truhe irgendwo in ganz Hyrule plötzlich das Masterschwert finden würdet? Oder was wäre, wenn Pura euch statt dem Parasegel eine Batterie überreicht? Und was wäre, wenn auf der vergessenen Himmelsinsel überall Griox ihr Unwesen treiben? Wäre ziemlich chaotisch, oder? Das alles passiert im heutigen Video, in dem wir die brandneue Version von Waikoteros Tears of the Kingdom Randomizer spielen. Wir erhalten ständig neue, zufällige Items und jede Truhe kann alles beinhalten. Und das sind unsere Ziele, bevor wir Ganondorf gegenübertreten. Wir müssen der blaue Stein abschließen. Das ist anscheinend irgendeine Quest. WTF, ich weiß nicht, was das ist. Den Sekundmar-Schrein abschließen. Generell 9 Schreine abschließen, 2 Türme aktivieren und 8 Stahlbockblins. Stahlbockblins, das ist sehr random irgendwie besiegen. Alles klar, kriegen wir hin. Confirm Goals, rein da. Okay, sehr schön. Ich denke, das kriegen wir hin. 2 Türme sollte auch nicht zu schwierig sein. Einen haben wir sowieso von Anfang an schon. Ach. Das ist doch nicht dein scheiß Ernst. Griox können jetzt überall spawnen. Bruder, ist das gescriptet? Ich bin noch nicht mal hier raus. Ist das dein scheiß Ernst? Wir hoffen, dass es jetzt kein zu großes Problem wird auf der Himmelsinsel. Wird es aber garantiert. Naja, wir schauen mal. Was haben wir hier? Wahrscheinlich nicht die Hose, richtig? Das geht sehr fit. Also, ein Stachelkugel haben, aber es ist ein Sora-Schwert, ne? Ja, okay, das heißt, wir brauchen sogar Nässe. Wir brauchen sogar Nässe. Okay, das wird wild. Das wird wirklich wild. Wir brauchen also Nässe, damit der doppelte Stärke hat, weil gleich macht er nur noch 21 Schaden. Was auch nicht schlecht ist auf jeden Fall. Wir schauen mal. Sehen wir schon einen von den Unholden? Wo Griox? Ich sehe jetzt schon 2 Griox. Ach du Scheiße. Junge, was wird das denn? Bruder! Wir springen direkt an einem Griox vorbei. Ach du Scheiße. Das sieht nach Spaß aus. Zeig uns den Prachtkerl. Hinten ist er. Und es ist ein anderer. Junge. Also wir müssen den ausweichen. Wir können nicht gegen die kämpfen. Garantiert nicht. Einfach mal den besten Schild direkt. Kann man machen. Wobei, ist es nicht der beste Schild? Ist es der von... Ist der Sonnenschild der von Dings? Nee, das ist nicht der von Riju, oder? Aber wir haben eigentlich schon ganz gute Waffen auf jeden Fall. Also es ist für den Anfang sehr stark eigentlich. Wir nehmen einfach mal alles mit, ja? Einfach mal alles mitnehmen. Ich glaube, das normale Items einsammeln ist nicht randomized, aber Truhen sind randomized, soweit ich weiß. Dürften sie relativ safe. Komm, ich entarme dich einfach. Scheiße. Ich hab 6 Rubine gekriegt. Wieso auch immer. Sehr entspannt, sehr entspannt. Komm, ich wollte dich einfach. Du Hund, Alter, was willst du machen? Ist der Loot randomized? Nein, auch nicht. Okay. Okay, wir sollten auf jeden Fall alle Truhen mitnehmen, ja? Jede Truhe, vielleicht auch Kisten, weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall alle Truhen, die wir sehen, definitiv mitnehmen, ja? Digga, die Schilde schmecken mir wirklich. Die schmecken mir richtig gut. So, Meister. Einmal das Pura-Pad bitte. Was steht da? Wir sollen den Kanal, was? Abonnieren? Hä? Ja, dann mach das mal lieber. Man ist keine Sekunde entspannt, weil ich weiß, jeden Moment kann irgendwas passieren. Irgendwas wird mir ins Inventar gestopft oder irgendwas wird einfach passieren. Jetzt war die Frage, Digga, meine Rubine sind wieder weg. Wie ehrenlos. Ist hier auch was drin? Nee, ist, glaube ich, normal, ne? Ich glaube, die Dinger sind auch normal. Aber die Truhen sind randomized auf jeden Fall. Sehe ich hier noch irgendwo einen Griok? Ich hoffe nicht, Alter. Das wäre wirklich äußerst unentspannt. Da vorne, okay, Digga, einfach 2 auf einem Fleck. Das kann es doch nicht sein. Junge, das kann es doch wirklich nicht sein. Da vorne haben wir einen Frost-Griok und da vorne einen Donner-Griok. Das ist doch schön. Das ist doch echt nett hier eigentlich. Mann, ey, wirklich. Anstatt dass Griox verschwinden, können jetzt auch noch Gigamas spawnen. Cool. Entspannt, Alter. Entspannt. Nein. Warum ist hier kalt? Bro, wo Kristallgier? Was? Nein! Das ist nicht dein scheiß Ernst, Digga. Oh. Da war anscheinend ein Frost-Griok, den ich irgendwie nicht gesehen habe. Sind jetzt wieder weg? Hä? Das verstehe ich nicht. Das verstehe ich jetzt gerade echt nicht. Ist das alles wieder resettet? Ist vielleicht doch gar nicht so verkehrt. Gut, dann haben wir jetzt erstmal wieder Ruhe. Oh nee, Alter. Wie hat er mich denn gespottet? Wie hat er mich denn da schon gespottet? Das kann doch nicht dein Ernst sein. Ist das dein Ernst, Digga? Nein, komm, lass mich in Ruhe, Alter. Der muss mich in Ruhe lassen. Komm, oder? Der kann mich hier nicht angreifen, Digga. Der kann mich hier nicht angreifen. Verarsch mich nicht. Junge, ich bin auf der Himmelsinsel. Lass mich doch in Ruhe, Alter. Okay, hab ich in Ruhe gelassen. Alles klar. Er lässt mich tatsächlich in Ruhe. Das ist sehr entspannt. Okay. Wow, Digga. Das ist ziemlich strong. Das ist ein Leuenschild. Ein Westchenschild. Das ist voll gut. Wir haben viel zu guten Stuff, vor allem voll viele Schilde einfach. Aber das ist so cool, dass selbst die langweiligen Teile der Challenge quasi, also einfach hier, ja, fucking Himmelsinsel, dass selbst die spannend ist. Oh, lol. Schwertkäfer eigentlich ziemlich gut. Ja, entspannt. Digga, sind da noch mehr dazu gekommen. Junge, wir sehen hier 3 Griox auf einem Screen. Willst du mich verarschen? Ich würde es nicht mal mit guten Waffen schaffen. Ich hab's überlebt, alles gut. Und ich habe meine Rubine wieder los, aber das ist in Ordnung. Einfach nicht gespottet werden. Das ist unser einziges Ziel, ne? Das ist unser einziges Ziel gerade. Nur nicht entdeckt werden von einem dieser Mistviecher da vorne. Bitte lass ich einfach jetzt eine Gigamas oder so eine Scheiße spawnen. Komm schon. Oh, Hydrantenhammer. Nice, nehme ich mit auf jeden Fall. Wir müssen nur schnell in den Schrein kommen. Gigama ist da. Da war Gigama. Warte mal, wo ist ein Gigama? Wait, wo ist ein Gigama? Was? Wie habe ich den übersehen? Wie habe ich den übersehen überhaupt? Dein Maul, Alter. Alter, Gigamas und Griox, was ist das denn für eine Kombination? Och, du Scheiße. Digga, nein, der wird mich spotten. Der wird mich hundertprozentig spotten. Der wird mich hundertprozentig spotten. Spottet er mich? Der muss mich spotten, oder? Komm schon. Ja. Alles mir herzlich egal, tatsächlich. Hallo. Tschüss. Oh, sind die Segenslichter auch randomized? Das ist eigentlich die Frage, ne? Oh mein Gott, Griox sind weg. Okay, Griox sind einfach verschwunden. Alles klar. Finde ich gar nicht mal so schlecht, wenn ich ehrlich bin. Oh mein Gott, das ist eine Truhe. Das ist eine Truhe. Ha, das wird jetzt ziemlich wichtig sein. Passt auf. Was wird hier oben? Hier kann halt alles drin sein. Hier kann das fucking Heilerschild drin sein. Hier kann das Masterschwert drin sein. Hier kann aber auch ein Apfel drin sein. Und wir haben. Ventilator-Großfächer. Digga, warum gibt es so eine Waffe, die so heißt überhaupt? Das ist ein Gerudo 200. Bro, ich kann die Synthese gar nicht rückgängig machen, weil ich Synthese noch nicht freigeschaltet habe. Starke Nummer. Das ist gar nicht mal so schlecht eigentlich. Weil ein Gerudo 200 ist schon eine gute Waffe. Wenn wir da was Nices dran fusen, dann ist das eine sehr starke Waffe.
Trümmerstück-Schild. Auch stark auf jeden Fall. Ja, viel zu gute Schilde, kann das sein? Nein, jetzt können auch noch, Digga. Jetzt können auch noch Blockkonstrukte überall spawnen. Muss das sein? Okay, sehen Sie sich das ist normal. Das ist fein. Finde ich auch gar nicht mal so schlecht, weil sonst würden wir, glaube ich, nicht von der Himmelsinsel runterkommen. Dann sehe ich sich die Ömmel an. Na? Will ich dazu setzen? Okay, Emmy ist jetzt auch noch am Start. Let's go. Dann rein da. Also die Kriegungs sind weg. Das finde ich schon mal schön. Gigamas sehe ich gerade tatsächlich auch nicht. Blockkonstrukte. Ach, da vorne ist eins. Okay. Das ist ein Beta. Den könnten wir vielleicht sogar besiegen, wenn wir es drauf anlegen. Aber ist die Frage, ob sich das lohnt. Wahrscheinlich eher nicht. Die Kunst ist, glaube ich, echt hier einfach hier auszuweichen, weil wir halt eine relativ lineare Route haben, die wir noch laufen müssen. Wir kriegen schon wieder Rubine, Digga. Wir kriegen so viele Rubine, das ist richtig nice. Let's go, let's go. Digga, das sind zwei direkt nebeneinander. Wollt ihr mich verarschen? Da ist eins und da ist das andere. Und da ist ein Gigama. Wir haben Tulin, wir haben Tulin. Wir haben Tulin. Let's go. Das ist voll gut. Das ist super wichtig. Oh mein Gott, Alter. Vielleicht, wenn ich jetzt nicht gewonnen hätte. Das könnte ja was werden. Der Gigama hat mich immer noch nicht gespottet. Dafür hat mich der andere jetzt auch noch gespottet. Ach du Scheiße. Hallo Rauru, was geht? Wir laufen einfach mal weiter. Ja, wir machen es schon wieder vom Acker. Obsidian Gigama. Alles klar, Digga. Ach, halt dein Maul, wirklich. Ja, da kam aber nichts, ne? Bruder, wenn ich das wirklich schaffe, ne? Okay. Einfach haut ab. Er müsste abhauen. Also, ich kann nicht mehr weiter spawnen. Digga, als ob ich das überlebt habe. Niemals habe ich das überlebt. Aber er lebt noch. So, despawnt er nicht. Oh, despawn doch bitte. Bitte, despawn. Bitte, despawn. Hau ab. Komm schon. Wo ist er hin? Aber Wasser mag er nicht, oder? Ich glaube, Wasser mag er nicht. Okay, er hat irgendwas verschluckt. Er hat irgendwas verschluckt auf jeden Fall. Bruder, was ist hier los, Alter? Wir nehmen mal den Krog mit. Der ist ja auch süß. Der ist süß, der ist definitiv süß, finde ich auch. Ja, halt mal dein Maul. LOL! Selbst die Krogs sind random. Okay, das ist sehr gut. Das ist sehr, sehr gut. Alter, 8er Rüstung, das ist voll stark. Und Angriffsboost, Junge, das ist eines der besten Sets, was wir kriegen könnten. Warum bin ich gestorben? Hä, ist das lächerlich? Was ist denn passiert? Oh, bitte sag, dass es gespeichert wurde. Nein, ich will die Phantomrüstung haben. Komm schon. Nein, es wurde nicht gespeichert. Aber wir haben Tulin noch. Alles gut. Wir haben Tulin. Ach, Digga. Was ist das denn? Komm, irgendwas anderes Sinnvolles einigermaßen, bitte. Nein, der Phantombeinschutz. Das wäre so geil gewesen. Ja, halt dein Maul. Ey, das ist so funny, ne? Das ist so dämlich hier alles, aber feier ich. Aber logisch, wenn ich noch keine Parasegel habe, bringt mir Tulin noch nichts, ne? Ach, halt dein Maul. Das ist schon wieder Gigamas, ne? Digga, nee. Warum denn direkt hier schon wieder? Digga, ich kann nicht mal was gegen die machen. Oh, da war noch einer. Oder? Digga, der fällt einfach Bäume. Was ist mit ihm? Die Gigamas machen mich absolut fertig. Es, ne? Wird auf jeden Fall schwierig, darüber zu kommen, weil es doch relativ lang dauert. Der müsste mich gleich aus den Augen verlieren eigentlich. Also realistisch gesehen, ne? Boah, da ist ja auch noch ein. Nein, Dicker. Das ist auch noch ein Beta-Konstrukt. Okay, wir hängen uns kurz hier hin und lassen uns fallen. Komm, wir kriegen das hin. Okay, hab ich verloren. Das ist sehr gut. So, die Frage, ob er zurückkommt. Es kann sein, dass er zurückkommt. Das wäre natürlich ein Problem. Dann kleben wir das Ding hier dran. Nein. Oh, ein Pristine Königsschwert, das ist sehr gut. Boah, zwei Crocs haben wären gut, ne? Wobei, es ist nur ein normaler Crocs-Samen, also wahrscheinlich nur ein randomized Item. Aber was nehmen wir trotzdem mit? Den nehmen wir trotzdem mit. Crocs sind tatsächlich mal, die lohnen sich, ne? So, wir kleben den Bastard. Mein Gott, Leon. Ich bin ein bisschen dumm gerade, ja, sorry. Okay, jetzt haben wir's. Okay, komm. Nein. Was ist da gerade passiert? Ich habe keine Ahnung, was das gerade war. Okay, der Crocs wieder da, cool. Oh, lol, ein Pristine, großer Boomerang, cool. Ey, wirklich die Waffen? Also, nein, da hab ich gespottet, scheiße. Ich dachte, ich werde noch drum rumkommen, ich bin nicht drum rumgekommen, verdammt. Soll ich gegen ihn kämpfen? Also, ernst gemeinte Frage jetzt, ne? Ich glaube, er könnte mich hier verlieren. Ja, genau, also, die Blockkonstrukte sind tatsächlich relativ blind, beziehungsweise treten die halt immer nur da auf, wo sie halt eine große Kampfstage haben. Und dadurch, dass er hier nicht kämpfen kann, oder halt mich nicht im Auge hat, wird er nicht rumlaufen. Das ist sehr gut eigentlich. Ist gut zu wissen, wie die Gegner funktionieren auf jeden Fall. Bitte, bitte nicht nochmal runterfallen. Bitte nicht nochmal so ehrenlos runterfallen wie eben. Komm schon, danke. Es sieht gut aus. Ja! Let's go, wir haben es geschafft. Okay, sehr gut. Jetzt nehmen wir den Bruder und bringen ihn zu seinem Kumpel. Hier, komm. So, jetzt gib mir bitte. Rote Sandrobbe-Schild. Bro, das ist Trash. Okay. Oh, Rodonit, das ist gut. Gigamas sind weg. Alles gut. Okay, Leben ist wieder entspannt. Digga, warum chillt der im Wasser? Ich glaube, die können gar nicht im Wasser chillen eigentlich. Nee, ich glaube, der kann nicht schwimmen, der Bruder. Was ist ein Ball? Egal, nimm einfach mal mit. Oh, auch interessant, ob Mayuis auch besonderen Loot haben, werden wir auch gleich sehen, ne? Wir haben unseren ersten Bogen. Let's go. Sehr schön. Okay, aber hier hinten ist eine Truhe, ne? Hier hinten ist eine Truhe, die nehmen wir mit auf jeden Fall. Der Hydrant, mal auf geht's. Ja, yeah, let's go. Was haben wir hier? Okay, nochmal einen Bogen wenigstens. So random einfach. Zwei mal den gleichen Bogen. Wir haben noch keine Pfeile, glaube ich. Das könnte auch ein Problem sein. Kriox sind zurück. Aber nicht in Schreien, oder? Ist auch interessant. Ich habe einfach noch keine Batterie. Deswegen kostet mich das keine Batterieleistung. Das ist voll komisch irgendwie. Mega scuffed eigentlich. Ja, Worthless leider. Die bringt mir überhaupt nichts, ehrlich gesagt. Hier vorne ein paar Let's go, wir haben eine Fee. Das ist sehr, sehr gut. Das ist sehr, sehr wichtig tatsächlich. Ja, Feuerfrüchte auch nicht so verkehrt auf jeden Fall. Nice one. Nochmal einen Bogen und ein paar Pfeile. Los. Dann werfen wir eine Feuerfrucht. Wir kennen den Scheiß. Genau so. Okay, und die Blockkonstrukte sind weg. Das finde ich auch gar nicht mal so schlecht. Warte mal, hier muss der Schlüssel drin sein, oder? Was, wenn jetzt nicht der Schlüssel drin ist? Habe ich dann ein Problem? Okay, alles gut. Sonst hätten wir ein ziemlich großes Problem. Wir müssen auf jeden Fall von der Waffe jetzt mal das Fuse abmachen. Was kann ich nicht machen? Wieso kann ich das denn nicht machen, bitte? Ich habe Deckensprung bekommen. Digga, ich habe es gar nicht gemerkt. What the fuck? Ich habe mich gerade gefragt, warum das nicht funktioniert. Ich habe Deckensprung bekommen. Im Syntheseschrein. Na gut. Ich möchte meine Fee auf gar keinen Fall benutzen. Deswegen halten wir uns erstmal kurz hoch hier. Ah, wait. Dann kann ich das so machen. Logischerweise kann ich dann so machen. Pass auf. Nein. Oh mein Gott, Alter. Du Lelek, Alter. Du Lelek. Das wollte ich eigentlich gar nicht machen, aber danke. Okay, WTF, das ist zu wild. Jetzt kriegen wir unsere Batterie. Let's go.
Heiliger Bein. Oh mein Gott. Ja, aber dann machen wir jetzt keine Batterie. Keine Batterie zu haben, ist vielleicht gar nicht mal so schlecht. Ach, Digga. Und das spottet mich ja gleich schon. Ich kenne den Lachs doch. Der ist so schön. Der Griok? Ja. Aber auch schon nicht ohne, ne? Wir schaffen es auf jeden Fall in die Höhle rein. Das ist schon mal wichtig. Schon wieder 5 Rupien. Ey, Mann, ich werde die ganze Zeit Geld abgezogen. Was soll das? Höhle am Sees. Komm, stirb. Och, Mann, Alter. Digga, stirb doch jetzt. Wird es auch gerandomized? Ah, leider nicht. Okay, schade. Hier würden wir jetzt eigentlich unser Oberteil bekommen. Aber was ist es jetzt? Wird irgendwas Sinnvolles kommen. Lol, kriegt man das in Ateno relativ spät. Na gut, wir haben jetzt einen Sonnenkürbis, cool. Nein, scheiße, Alter. Verpiss mich da mal kurz, ne? Mach's gut, Meister. So, die Frage, ob das so sinnvoll ist. Ah, war ein Fehler. Es war ein Fehler. Cool, wir haben ein Ballonschild. Oh mein Gott, ich bin so gut wie tot. Okay, ah, er muss mich nur aus den Augen verlieren, komm. Er muss mich nur kurz aus den Augen verlieren, dann passt schon. Gefahr, Gefahr, Vorsicht, Feind. Das sind solche Monster, diese Viecher, ne? Wie soll ich hier vorbeikommen, ey? Also, ernst gemeinte Frage, wie soll ich hier vorbeikommen? Also, nett, dass Tool ihn mal angegriffen hat, ne, aber... Oh, 86 Rubine, let's go, Alter, der Gönjamin. Spottet mich gleich auch noch der Frostkrieg da oben, ne? Nee, tatsächlich nicht. Es wird doch wieder nicht funktionieren. Es wird doch vorne und hinten nichts. Ich kenne den Scheiß doch. What? Okay, cool. Okay, Kiox verschwinden wieder, alles klar. Let's go, wir machen das einfach von hier aus. Ich glaube, das dürfte nicht sus sein, oder? Glaubst du, das ist sus für ihn? Dass sich hier Dinge bewegen, wie von Geisterhand? Funktioniert das jetzt, obwohl ich keine Batterie habe? Scheiße. Alter, was wirklich, was soll ich jetzt machen? Ja, Rollschuhe kannst du nicht. Wir müssen allen Ernstes eine Brücke bauen und hoffen, dass wir nicht vom Kiox erwischt werden. Die machen direkt wieder so Chaos hier. Mann, Waiku, muss das sein. Alles klar, willkommen zurück zu Let's Play. Wir hauen vom Kiox ab. 6 Stunden später. Er fliegt immer gegen die Wand. Was ein Dulli, ey. Oh, die Kiox können wieder spawnen. Cool. Die waren ja lange weg auf jeden Fall. AKA gar nicht. Wie lange sich das dreht, ne? Junge, das sollte reichen, oder? So, sehr gut. Komm, das funktioniert. Das funktioniert. Also, wir machen so. Dann machen wir jetzt schon noch einen Shield-Jump. Oder auch nicht. Ah, das sollte klappen. Das sollte klappen eigentlich. Komm schon. Oh, okay. Dankeschön. Das ist gut. Eldra-Klaue sehr gut. Lol, meine Ausdauer wird aufgeladen. Digga, dankeschön. So viel tankt der halt echt nicht eigentlich, ne? Boah, die sind alle One-Hit sogar. Digga, die sind One-Hit einfach. WTF. Irgendwas Sinnvolles. Komm. Okay, geht eigentlich voll fit. Was ist das denn? Muss das wirklich sein? Lenkelement Zweihänder. Wer benutzt sowas? Oh, wait, sind die auch randomized? Sind die Kapseln auch randomized? Das wäre natürlich super nice. Da können wir einfach ewig hier stehen und nur noch die Dinger einlösen. Wahrscheinlich eher nicht, ne? Okay, nein, sind leider normal. Aber Reisekochtopf sehr, sehr gut. Ventilator, ja, okay, mein Gott. Und halt ein paar Flammenwerfer. Ist in Ordnung. Das ist in Ordnung auf jeden Fall. Jetzt nehmen wir noch den Krog hier vorne. Oh! Wir brauchen sowieso Kälteschutz. Das ist top. Das ist richtig gut. Oh mein Gott, hier ist eine Truhe. Gönn, irgendwas Geiles, bitte. Irgendwas. Nein, wir brauchen die Sora-Rüstung, scheiße. Wir brauchen die Sora-Rüstung, nicht den Sora-Helm. Ach, Mann. Ah, ärgerlich. Okay, und die Blockkonstrukte sind wieder zurück. Alles klar, Digga. Ich könnte ja theoretisch auch hier rüber surfen. Ah, das könnte tatsächlich was bringen. Ich kann aber Fuse nicht rückgängig machen, ne? Höchstens auf dem hier tatsächlich. Ah, Link hat sich den Arm gebrochen. Schade, Alter. Echte Zeitumkehr ja auch noch nicht. Ah, das ist super schwierig. Es ist super, super schwierig, wirklich. Oh, danke schön. Sehr nice. Ja, nee, es wird nicht funktionieren. Mit Zeitumkehr würde es klappen, da hätte ich einen Trick drauf, aber geht leider nicht ohne. Na gut. Einfach aus dem Nichts, Junge. Wenn man am wenigsten damit rechnet, ist das nice. Let's go. Oh, wir haben das Fahrersegel. Das können wir jetzt nicht irgendwie alles skippen, so? Also, hä, das ist voll stark. Das heißt, wir müssen einfach nicht mal die ganze Pura-Scheiße machen. Hä, das ist voll gut. Das war gut. So, dann rein da, bitte. Dankeschön. Ich bräuchte halt echt irgendwie nochmal einen Weisen oder sowas. Das wäre halt zu wild. Oh, Stachelkugelbohrer, der ist ziemlich gut eigentlich. Ja, nice, nice. Nein. Wo ist hier ein Donnergriok? Bro, wo Donnergriok? Was soll die Scheiße? Ich muss mich hochhalten. Ich sollte mich dringendst hochhalten, Alter. Was ist das denn? Wo ist er? Ich weiß gar nicht, wo der Schild. Ah, da vorne, okay, alles klar. Okay, das heißt, wir sind hier einigermaßen sicher. Griok sind viel zu gut. Ich würde sogar surfen, aber ich darf nicht, nein. Okay, aber er lässt mich in Ruhe, ne? Entspannte Nummer. Bodenlose Höhle. Und Donnerblumen, let's go, Alter. Sehr gut. Okay. Oh mein Gott, Digga. Antiker Dolch, let's go. Ey, wir haben so Glück mit den Items teilweise, ne? Ich weiß gar nicht, ob das so lucky ist, aber es gibt ja schon viele gute Items. Aber ein antiker Dolch, einfach sehr stark. Und hier haben wir... Okay, die Batterie. Wichtig, die brauchen wir auch noch. Aber Digga, einfach antiker Dolch und Batterie nacheinander. Das war schon lucky, auf jeden Fall. Komm. Wow. Jetzt bin ich endgültig pleite. Von ehemals, ich glaube, 400 Rubinen. Wieder zurück auf null. Das ist doch einfach schön. Ninja-Anz. Gefällt mir. Finde ich gut. Das ist zwar das most scuffed Set aller Zeiten, aber irgendwie auch cool, oder? Das ist schön. Okay, wir kriegen Synthese im Deckensprungschrein. Entspannt. Kann ich jetzt eigentlich entsynthetisieren, bitte? Meine Güte, danke. Das wollte ich die ganze Zeit schon machen. Aber nee, den behalten wir. Wir machen so. Dann muss ich unbedingt hier vom Gerudo 200 das Ding abmachen. Genau, weil das verdoppelt den Fuse. Ich erinnere mich dran. Okay, und Kriox ist wieder weg. Sehr schön. Oh nein. Die Gigamas sind zurück. Let's go. Ja, das ist so entspannt, das Parasegel zu haben, ne? Oh mein Gott. Lanze mit Bogen des Dämonenkönigs. Nett? Nein. Oh, lol. Okay. Nett. Aber Leuchtturm ist eigentlich relativ irrelevant. Ah, da oben ist ja auch ein Krog. Stimmt, da oben ist ja auch noch ein Krog. Den müssen wir auch noch mitnehmen, natürlich. Aber zuerst... Komm, gönn. Gönn noch ein bisschen hier. Komm, auf. Bruder, ich möchte keine Insekten aus Truhen fangen. Das ist ein Amphibie, kein Insekt. Stimmt, ein Frosch ist kein Insekt, lol. So blöd, Alter. Kanonen-2. Ui, Memo. Schon wieder ein Gerudo-2-Ender vor allem. Das ist interessant. Welcher den Krog? Den magst du, oder? Ja. Der ist süß, ich wollte gerade sagen, der ist echt süß. Ich will kein Frostling. Ach komm, jetzt gerade habe ich ein bisschen Pech, würde ich sagen. Jetzt gerade läuft es mal nicht so gut. Da oben müsste noch eine Truhe sein. Komm. Oh mein Gott, Alter. Oh lol, ich habe wieder vollgeladen. Ausdauer. Jetzt mal, wenn so eine Meldung kommt, habe ich wieder Ausdauer. Das ist so wild einfach. Was gibt's? Großschwert mit Waldschild. Azora-Großschwert, okay, cool. Ich hätte nur noch mal ganz gern so einen anderen Schwur. Gerade Minero wäre halt echt praktisch. Oh, Kriox sind zurück, cool. Das war eine erfreuliche Botschaft, nicht wahr? Der Tempel der Zeit. So, okay.
Let's go. Der ist nicht schön, ne? Nee. Der ist ein ugly Croc. Ugly as Croc. Plus eins. Dieses Plus eins dahinter. Let's go, Schattenbogen. Der ist sehr gut. Schattenbogen ist schon stark. Dann nur noch schnell den Zeitumkehrschrein machen. Giga-Masse sind wieder weg. Sehr schön. Das sieht so fresh hier drin aus, ne? Ich sag eigentlich, das sieht so fresh hier drin. Wie geil, jetzt kommen wir hier zurück, wo man eigentlich das alte Weinkleid bekommt und jetzt kriegen wir es sogar wirklich. Aber einfach random. Das ist funny. Okay, jetzt sind Gigamas wieder zurück. Let's go, Alter. Sehr gut. Ich habe eben schon einen Teil von der Phantomrüstung gekriegt, dann bin ich direkt gestorben. Irgendwas Legendäres. Komm schon, komm schon, komm schon. What? Also es ist nicht legendär, aber WTF. Aber das Fotomodul, Digga. So, jetzt nur noch auf ganz entspannt zurück zum Tempel der Zeit. Aber natürlich holen wir uns oben noch die Truhe ab, ganz klar. Eine Bockblendklinge. Ah, das ist das Krogschwert. Ah, okay. Das ist gar nicht mal so schlecht, weil dann kann ich tatsächlich explosive Items mehrfach verwenden. Ich schmeiß das Sora-Großschwert weg. Den Krog da oben nehme ich auch noch mit. Okay. Oh mein Gott, was? Plus 26. Das geht überhaupt nicht eigentlich. Digga, was? Wir sind so lucky einfach. Mal schauen. Auf jeden Fall eine Truhe mit. Digga. Tele. Oh mein Gott, das ist sehr gut. Ah, es funktioniert auch, ne? Es funktioniert einfach. Es muss nicht repariert werden. Es muss nicht repariert werden. Ja, nice. Digga, wir sind so lucky. Ich hätte bitte Herzen. Bekomme ich ein Herz? Ich hoffe wirklich, ich bekomme ein Herz, Alter. Wenn nicht, wäre Krise. Walla Krise. Digga, wie sieht mein Outfit eigentlich aus? Was ist das denn? Okay, wir kriegen ganz normales Herz. Alles gut. Wir kriegen ein ganz normales Herz. Finde ich auch richtig. Das wäre sonst echt wirklich ein Problem. Auf nach Hyrule. Sehe ich das richtig? Hyrule. Los geht's. Wieso lädt Hulin so schnell auf? Nein. Bro. Oh, okay. Geht wieder. Geht wieder. Aber die Gigamaster, ich möchte die eigentlich gar nicht haben. Die Kristall-Gigamaster unten. Oh nein. Der blaue Stein. Oh nein. Es kann sein, dass das eine ziemlich große Quest wird. Wir schauen mal. Danke. Cool. Wo ist der Schrein, ist die Frage, ja. Königreich Hyrule, let's go. Recall is now disabled. Oh, wir haben keinen Zeitumkehr mehr. Schade eigentlich. Jetzt in Hyrule wird's doch interessant auf jeden Fall. Formenbrezel. Saving, teleporting and shrines are now disabled. Junge, was? Ich kann nicht speichern, ich kann mich nicht teleportieren und Schreine. Kann ich nicht betreten? Ja, Teleport nicht möglich. Digga, was ist das denn? Okay, aber Gigamas sind wenigstens weg. Das ist doch ganz schön. Ja, ich könnte vielleicht ganz normal den Schrein abschließen. Das wäre gar nicht so verkehrt. Oh, Digga. Jetzt geht's aber richtig ab hier. Ja, es lohnt sich ausnahmsweise mal die Schreine zu machen, ne? Weil eventuell ist halt hier einfach irgendwie fucking Minero dabei. Ich brauch die auch außerdem, stimmt. Das ist auch nochmal so ein Punkt. Ich brauche die ja tatsächlich. Ratsbumerang. Okay, ich kann wieder speichern anscheinend. Let's go. Und ich kann wieder Parasegel benutzen. Es geht ganz schön schnell jetzt gerade. Es geht gerade wirklich ganz schön schnell. Wait. Jetzt gibt's doch Items. What? Lol. Jägeranzug, let's go. Sehr cool. Der Spähposten. Aber das Ding ist, ich muss jetzt die Pura-Quest eigentlich gar nicht aktivieren, ne? Ich meine, was habe ich davon? Wobei doch, ich brauche den Turm. Warte mal, was kriege ich dann von Pura? Kriege ich dann von Pura irgendwas anderes? Wahrscheinlich, ne? Aber jetzt, oh mein Gott, jetzt habe ich den Vorteil. Wir stellen uns jetzt ganz entspannt hier hin und platzieren das Teleportmedaillon. Hier, komm, gönn. Let's go. Zu wild. Zu wild. Das ist richtig nice. Nehmen wir mal den nächsten Schrein mit. Auf geht's. Kampftechniken. Ich dachte, die Randomizer wird ein bisschen kürzer, aber natürlich. Sehr schön. What? Oh mein Gott. Wo lande ich jetzt? Ich kann nicht so weit weg sein. Okay, wir werden teleportiert. Zum ersten Mal werden wir teleportiert. Ah, das ist in Ordnung. What? Oh mein Gott, wir können an neue Orte teleportiert werden. Das ist gut. Das ist ziemlich gut, weil ich habe gerade den Schrein aktiviert. Das heißt, wir können eh zurück. Alles easy. Start playing. Let's go. Bruder, darf ich hier rein? Ach du Scheiße, es ist extrem kalt hier. Kartografieturm, was gibt's hier zu tun? Ach nein. Ich darf den noch nicht machen. Ich darf den noch nicht machen, weil es mein erster Turm wäre. Scheiße. Okay, andere Idee, Guys. Andere Idee. Wir sammeln kurz unser Teleportmedaillon wieder ein. Müssen dann den Weg leider zurücklaufen. Aber wir können es hier platzieren. Und das ist doch mindestens genauso wichtig. Sehr schön. Wir sind beim fucking Dorf der Orni. Okay, Bild. Wir gehen einfach zurück. Kein Stress. Komm, bitte jetzt nicht nochmal teleportieren. Dankeschön. Wunderbar. Halt dein Maul, Alter. Digga, kann mich aber nicht treffen. Okay, jetzt muss ich Spin-Attack machen, alles klar. Wenn ich sehe schon, Kyoks können wieder spawnen. Das kann hier lustig werden. Wunderbar. Ah, ist noch eine Truhe. Let's go. Ganz vergessen, aber die könnte natürlich auch wieder was Wertvolles sein. Oder was nicht ganz so Wertvolles. Oh, Ursprungshose. Wir brauchen die Wildnishose, glaube ich, oder? Brauchen wir die überhaupt? Verwechsel ich gerade was? Egal, wir haben eine Hose. Cool. Und wir haben einen Automatik-Transporter gekriegt. Frogs can now spawn everywhere. Okay, alles klar. Welcome back, liebe Gigamas. Wir haben uns ja lange nicht gesehen. Okay, dann einmal kurz mit Holm reden. Da vorne ist tatsächlich der Donner-Kriok. Alter, und da ist ein Frost-Kriok. Junge, mach doch nicht so. Mach doch nicht so, ha? Das checken. Ich glaube, ich bin noch falsch. Ich glaube, ich bin schon falsch. Ich glaube, ich bin hier schon falsch. Scheiße. Oh mein Gott, Alter. Der wollte mich gerade angreifen. Der wollte mich gerade angreifen. Der greift mich gerade an. Ich habe ultra lucky, okay. Ich würde sagen, wir porten uns tatsächlich. Gut, dann zurück zum Spähposten. Das haben wir alle nicht gesehen, ja? Eigentlich wäre ich tot. Der Sturm am T-Posten. Los geht's. Geh in die Höhle, wo man die grimmige Gottheit-Klinge bekommt. Oh mein Gott! Oh mein Gott, ja! Weißt du, welches jetzt ist? Die Höhle mit den 1000 Truhen. Ja! Oh mein Gott, das ist voll smart. Da muss irgendwas dabei sein, hundertprozentig. Okay, wir kriegen so ein Sonanium-Schwert. Na gut, das kann man auch ablehnen. Wir kriegen eine Ersatzbatterie, okay? Wir kriegen eine Ersatzbatterie anstelle des Parasegels. Aber es ist in Ordnung, das haben wir auch schon. Wir sind echt übel lucky, ne? Wir sind wirklich, wirklich übel lucky, dass wir das Parasegel schon früher gekriegt haben. So, und jetzt können wir uns eigentlich direkt schon hier rüber teleportieren, weil dann haben wir unser erstes Ziel abgeschlossen. Oh, Scheiße, Digga. Komm bitte. Was? Ergibt gar keinen Sinn. Aber egal, passt schon. Zweiter Turm. Wir haben zwei Türme abgeschlossen. Das heißt, wir können uns tatsächlich zurück teleportieren. Also wir können auch hier bleiben, wenn wir wollen.
Na, oh mein Gott. Ja, bin am Arsch. Muss das sein, wirklich? Na gut. Ich würde sagen, wir gehen tatsächlich als allererstes zum Askaltsee. Der befindet sich, boah, lass mich überlegen, ich glaube hier. Das müsste der hier sein. Los geht's. Wir wollen jetzt mal kurz gucken, wie der Lachs hier funktioniert, ja? Also was uns noch fehlt. Wir gucken mal kurz unsere Ziele checken, ja? Okay, den Schrein müssen wir noch abschließen. Oh mein Gott, nein. Ach du Scheiße, okay, das ist der im Wald der Crocs. Check ich jetzt gerade erst. 8 Stahlbockblinden, blaues Stein, das ist das im Dorf der Sora, okay? Und 9 Schreine abschließen und 2 Türme. Das habe ich geschafft. Das habe ich schon geschafft. Sehr schön. Das heißt, uns fehlen also noch ein paar Schreine. Ich weiß gar nicht, wie viele, ehrlich gesagt. Der Stern ist jetzt ausgefüllt. Stern ist ausgefüllt, ja, genau. Und abschließend der blaue Stein heißt halt, ich habe nicht mal angefangen, deswegen fehlt dann ganz der Stern. Es geht halt eigentlich wirklich fit, wenn wir ehrlich sind. Was ist die Frage? Wird uns ein Phantomganon begegnen? Das ist wie immer die Frage. Eventuell kann hier ein Phantomganon spawnen. Aber irgendwie passiert das nie. Da wird bei mir doch einfach rausgemoddet, der Phantomganon. Den gibt es einfach nicht bei mir. Oh, wir haben die Sora-Rüstung, let's go. Ja, fast das halbe Sora-Set schon fertig. Nice one. Sora-Rüstung schaut nicht so schlecht für Wasserfälle halt, ne? Das ist eigentlich schon ziemlich cool. Gerade halt für Schloss Hyrule eigentlich. Nice, nice, nice. Ich guck mal eine Serie jetzt. Du guckst eine Serie, okay. Ja. Dann mach das. So, tschüss, Chat. Ich bleib da. Schade. Aber es droppen die Viewer. Okay, ich habe wieder ein Parasegel, sehr schön. Ja, wie cool ist hier versteckt das? Ich kenne den Brunnen einfach nicht und der ist voll cool. Also unironisch jetzt, ne? Was haben wir hier? Ja, aber silberner Bossbox ist halt schon sehr krass eigentlich, ne? Komm, wir tauschen dafür den einen Trümmerschild aus. Alright, wir hauen wieder ab. Den Schrein da vorne sollte ich auf jeden Fall mitnehmen. Aber wir besiegen unseren ersten Boss. Oh, scheiße, scheiße, scheiße. Voll vergessen, dass es geht. Eieiei, was haben wir hier? Wir haben den Bohrer, okay. Sehr gut. Allein für die Truhe wird es sich lohnen. Inshallah. Oh mein Gott, das war's mit meiner Fee, alles klar. BTF aber. Hä? Was hab ich gerade meine Fee getötet? Was hab ich gerade? Was? Und ja, toll, es ist Deckensprung deaktiviert. Ach du Scheiße, ey. Come on, muss das sein? Oh, Digga. Ah, das ist gar nicht gut. Das lief gerade richtig, richtig scheiße. Stirb du, indem ich dich mit dem Bogen töte. Komm. Und du auch. Was? Ach, halt dein Maul. Digga, was eine Scheiße gerade, BTF? Natürlich ist es auch noch der nervigste. Halt dein Maul. Geht doch. Jetzt muss er angreifen. Jetzt hat er nichts mehr. Komm, du hast nichts mehr. Du hast nichts mehr. Man hat dir alles genommen. So, jetzt wird er sich erstmal herabsetzen, nicht wahr? Digga, halt dein Maul. Was ist das denn? Ich kann nichts machen. Hallo. Also ernst gemeinte Frage, was soll man gegen Bivarox machen, wenn man keine Cent hat? Ich habe keinen Deckensprung, Leute. Deckensprung wurde deaktiviert. Eichelschwert, Digga. Wir gehen all in. Gib mir ein Auge, komm. Ja, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Jetzt dürfte ich eigentlich hochklettern, oder? Come on, bitte. Bruder, das kann nicht dein Ernst sein. Das kann nicht dein Ernst sein. Was soll ich denn tun? Oh, Bruder, ist das dumm. Das lohnt sich so überhaupt nicht, was wir hier gerade tun, wirklich, ne? Okay, come on. Wir machen das Ding hier runter. Dann nehmen wir den ganz normalen Königsschild. Und dann werden wir einfach geportet. Wir werden in den Himmel geportet, WTF. Oh, warum denn gerade jetzt? Ist er im Wassertempel? Ey, das ist gut. Nein, 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 das ist gut. Okay, ich hab nichts gesagt. Wir sind einfach random im Wassertempel. Das hat mich leider eine Fee gekostet. Aber hier sind viele Truhen, ne? Okay, also wer hätte es gedacht? Jetzt kommt übel so, spart leider gar keine Zeit. Also, wobei, wir müssen ja eh die Quest anfangen. Wir müssen die Sidon-Quest ja sowieso anfangen, weil irgendwie anscheinend einer damit zu tun hat. WTF. Okay, wir können ein paar Truhen mitnehmen auf jeden Fall, wenn wir schon mal hier oben sind. Man hat irgendeine Idee. Alles wird über Bord geschmissen. Alles wird einfach über Bord geschmissen. Musik vom Wassertempel ist goaded. Ja, aber die Musik vom Wassertempel ist halt besser als der Wassertempel an sich, ne? Wachenshose, cool, danke. Ich habe noch nie so Ausschau nach Truhen gehalten, das ist auch voll interessant eigentlich mal. Und könnte ich eigentlich langsam mal Deckensprung zurückkriegen? Das wäre gar nicht so verkehrt. Oh, der Bivarox hat mich gerade so viel Nerven gekostet, wirklich, ne? Das war richtig, richtig ärgerlich. Was für ein verrosteter Schild, halt dein Maul. Einfach ein Sora-Großschwert mit Pristine. Digga, das ist so stark, wir haben so guten Stuff hier teilweise, ne? Das ist echt verrückt. Unter dir. Oh mein Gott, Digga. Das ist ziemlich nice eigentlich. Komm, weg mit dir, weg mit dir. Let's go. Das dürfte sich eigentlich auch immer lohnen. Einfach aus Prinzip, oder? Komm, gönn, gönn, gönn. Deckel mit starkem Exal. Oh, Digga, nein. Okay, eine Monster-Essenz, meinetwegen. Okay, ich habe wieder Deckensprung. Nice, das ist cool. Gönn, 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 gönn. Monster-Essenz 2 hinter. Ultrahand ist deaktiviert. Schade eigentlich. Bro, kannst du bitte das Ding einsammeln? Dankeschön. Genau da unten ist nämlich der Schrein. Den nehmen wir natürlich auch noch mit. Ganz klare Sache. Wobei, bevor wir den mitnehmen, da vorne ist doch ein Konstrukt, richtig? Insel der sprudelnden Wasser. Einfach mal den Wassertempel aktivieren, bevor wir die Insel der sprudelnden Wasser erreicht haben. Stark. Bevor wir überhaupt das Dorf der Sora erreicht haben, überhaupt Ranell. Schwebendes Wasser. Ah, das war der Schrein, okay. Ich erinnere mich. Ah, ich habe Ultrahand nicht, verdammt. Ich kann diesen Schrein nicht machen ohne Ultrahand. Eieiei. Kann man das Ding nicht usen? Das ist so dumm einfach. Ah, sieht cool aus, ne? Jetzt haben wir ein Andenken hieran. An den wunderschönen Wassertempel. Halt dein Maul. Das ist so lächerlich, wirklich. Oh, gib mir das auf die Nerven. Oh. Nochmal ein antiker Dolch. Da muss ich gut drauf aufpassen. Nett auf jeden Fall. Durchaus nett. Unendlich Damage hier. Op, op, op. Gott, hab ich wieder Ultrahand? Komm, gib doch mal Ultrahand wieder. Rubine werden einfach... Wait, was? Oh, lol. Wir haben die Bautomatik. Also werden wir es nicht unbedingt brauchen. Aber wir haben Bautomatik. Das ist doch nett auf jeden Fall. Es ist zu stark einfach. Einfach reinhängen, richtig. Dummster Aufsteller. Was sind dummste Aufsteller die ganze Zeit? Aber was ist das für ein Schwert? Nee, das ist Königsschwert, ne? Das dürfte das Königsschwert sein eigentlich. Das ist ziemlich stark irgendwie. Hat das einen Damage-Buff? Ah, das ist ein Pristine-Königsschwert. Let's go. Jetzt brauchen wir halt wirklich Ultrahand. Ich könnte halt höchstens einen Bombensprung machen. Ja, das würde halt immer gehen, ne? Aber dann habe ich die Truhe immer noch nicht. Mann, ich hätte die Truhe so gerne halt. Das ist richtig ärgerlich. Egal, wir machen einen Bombensprung, komm.
Bumm, gegen die Decke geknallt. Nein, nein, ich werde jetzt nicht rausteleportiert kurz vorm Ende, das ist nicht dein Ernst. Och nein, och nein, och nein, warum denn gerade jetzt? Aber ich bin genau da, wo ich schon war. Ich bin genau da, wo ich schon war. Kontenos, wir gehen einfach wieder zurück. Wir haben ja den Schrein aktiviert, das ist ja alles in Ordnung. Digga, diese Challenge ist, die Challenge raubt einen jeglichen Nerv, das ist echt der Wahnsinn. Egal, ich glaube, ich kann auch hier schon abkürzen, oder? Das dürfte, ja, ja, easy klappt das. Easy klappt das. Gut, hab mich leider eine Donnerblume extra gekostet, aber ist in Ordnung. So. Ich wollte gerade sagen, was kriege ich diesmal Besonderes? Eine Hyrule-Tomate. Sehr gnädig. Und jetzt müssen wir eigentlich... Oh, danke schön, das ist nett. Jetzt müssen wir eigentlich noch das Konstrukt hier vorne besiegen. Wo ist es? Ah ja, hier, genau. Weil dieses Konstrukt, ihr seht, es hat eine Truhe... Ich habe kein Ultrahand. Mann, ich brauche Ultrahand dafür. Komm schon. Betet, beten, beten. Es hat funktioniert, es hat funktioniert, es hat funktioniert. Und wir kriegen... Scheiße. Ja, gut, ich bin da mal weg, ne? Oh, scheiße. Alles wurde deaktiviert, circa. Alles wurde deaktiviert. Oh, hier ist noch eine Truhe. Let's go. Alle wird richtig gegönnt. Okay, na scheiße. Wobei, ist der nicht sonst auch da? Boah, hier sind Miasma-Hände. Weiß ich jetzt nicht, ob so das sein muss. Okay, anscheinend können die auch random auftreten. Ich kämpfe extra nicht gegen die. Ich kann nichts gewinnen. Also, ein Bogen des Dämonenkönigs ist mir scheißegal. Finsterklumpen sind sowieso total unwichtig. Und was gibt's denn sonst immer noch, da zu holen? Okay, ich kann hier keine Sonnengeräte mehr benutzen. Ach du Scheiße, ey. So, dann nehmen wir nochmal hier oben einen Krog mit. Genau, einmal ganz an der Spitze. Oh nein, nein, nicht schon wieder. Nicht schon wieder, bitte. Wo landen wir? Irgendwo unter... Oder wo sind wir hier? Wir sind an irgendeiner komplett random Wurzel. Aber das ist gar nicht mal so schlecht eigentlich, ne? Weil ich meine, ich kann die aktivieren so. Jesus Christus, Alter. Kann ich die bitte aktivieren? Digga, irgendwie ist ja gerade gar nichts geladen, ne? Lol. Bro, what? Okay, und Kriox können überall spawnen. Cool, einfach im Untergrund. Digga, lass mich doch jetzt die Wurzel aktivieren. Hallo. Ich kann nicht speichern. Ach nein, Shrines sind immer noch deaktiviert. Ich kann mich nicht porten, ne? Oder ich kann mich nicht teleportieren. Ich kann nicht speichern. Und ich kann weder Wurzel noch Schrein aktivieren. Das heißt eigentlich auf gut Deutsch, wir müssen warten. Wir sind einfach gestrandet. Okay, es geht wieder. Gutes Timing. Weißt du, weil ich echt das Gefühl, Waikotero guckt mir gerade zu und beeinflusst einfach, was ich hier spiele. Junge, scheiße, hier ist ein Kriox. Hier ist ein Flammen-Kriox. Let's go. Sehr schön. Und danke für den Zwambo. Und den Fünfer. Den grünen Rubin. Ich hatte auch schon irgendwie viel Kohle gehabt, aber immer noch nicht die Rubine gesammelt. Hier sind nur zwei Truhen. Hier sind ja sogar zwei Truhen. Digga, schon wieder Felsenfilet. Was für Felsenfilet, Alter? Das will ich nicht haben. Aber die 10 Pfeile möchte ich haben. Und hier bitte, komm. Nee, tatsächlich normaler Jägerbauplan. Zielzweckfloß. Wir müssen auch gleich zum Askaldsee. Der befindet sich ja auch hier vorne. Aber als erstes möchte ich eigentlich mal die ganze Soros-Scheiße abschließen. Weil da gibt es noch eine Menge zu tun. Ich habe schon wieder keine Ultrahand. Digga, gönn mir doch einfach mal Ultrahand. Mogo Waka Schrein. Auf geht's. Ja, wieder einen neuen Checkpoint. Let's go. Digga, auch den Schrein kann ich ohne Ultrahand nicht machen. Komm schon. Fuck you, Alter. Mach ich nicht. Nee, sehe ich nicht. Sehe ich einfach nicht. Ich sag, nö, der ist tot. Das wird zu blöd, Alter. Das wäre echt zu blöd. Höhle am Dorf, der Soras. Aber hier vorne ist eine Truhe, richtig? Da ist eigentlich der Helm. Ich habe vergessen, wie er heißt. So, hier geht's hinter den Wasserfall. Ah, tatsächlich, lol. Aber den gleichen Trick nochmal. Na gut. Na gut, was haben wir hier, ne? Ist ja eigentlich ein sehr wichtiges Item. Und diesmal haben wir einen Knochenbockbogen. Ist nicht ganz so wichtig, tatsächlich. Dann gehen wir noch schnell in den Abgrund. So, los geht's. Ich sehe, was geht denn hier ab, Alter? Ich weiß, wo wir sind, natürlich, ne? Das ist halt, kennt man ja die Stelle. Aber wild, wie das ausschaut. Oh, Digga, hier ist ein Kriox. Come on, Alter. Warum sind eigentlich überall Kriox? Immer und überall. Ach nein, ich kann wieder nicht aktivieren, richtig? Ich kann auch keine Schreine aktivieren. Ja, jetzt ist heiß, cool. Jetzt ist heiß und ich kann nichts dagegen tun. Und ich kann mich auch nicht teleportieren und ich kann auch nicht speichern. Also ich kann einfach gar nichts machen. Wunderbar. Ah, okay. Nice. Er ist anscheinend noch da. Wo ist er denn? Wo ist er? Ja, wo ist er denn? Ah, oh mein Gott. Ich bin so gut wie tot. Das sind ärgerliche Momente, Alter. Bitte sag, dass einfach alles gut geht. Komm, komm, komm. Ich will nicht kämpfen. Ich will nicht kämpfen. Wo ist er denn überhaupt? Ich sehe ihn halt gar nicht. Ich schwöre, der Bruder spawnt einfach aus dem Nichts, ne? Aber erstaunlich, dass ich das eben überhaupt überlebt habe. Also ganz im Ernst, ich verstehe nicht ganz, wie ich das überleben konnte. Digga, ist hier doch gar nicht. Wo ist er denn bitte? Blockkonstrukte können wieder überall spawnen. Nett eigentlich. Wo sind hier die Truhen? Ist hier nicht eigentlich eine Truhe? Oder ist es erst, wenn man Dings besiegt hat? Hier vorne, stimmt ja. Muchas gracias, Blitzschlagboot. Leider nicht. Passt schon, passt schon, passt schon. Okay, mehr gibt's hier unten tatsächlich auch nicht zu tun, ne? Okay, und Kriox sind wieder weg. Puh. Dann sollten wir jetzt wirklich mal im Soradorf eigentlich die Quest anfangen. Ich glaube, das wäre nicht so verkehrt. Wait, kriege ich nicht jetzt auch was Besonderes? Ah, Moment. Also, okay, wir fangen erstmal die Quest an, auf jeden Fall. Damit wir die nächste Quest freischalten können. Einmal das kurz freimachen, bitte. So, bitteschön. Der Schlamm, er ist weg. Und das bin ja ich. Oh mein Gott. Und ich habe das Outfit sogar schon. Ich habe einfach die Sora-Rüstung schon. Das ist zu wild, wirklich, ne? Eigentlich kriegt man von Jona doch jetzt die Rüstung, oder nicht? Ich glaube schon, oder? Wird mir nicht gegönnt, nein? So unglaublich dumm, dass wir einfach vom Wassertempel oben aus runterspringen können, um alle Quests, die auf den Wassertempel hinführen, dann zu machen. Das ist so, was soll das? Na gut, muss halt sein für diese eine Quest. Ey. Oh mein Gott, what? Bruder, sehr gut, dankeschön. Tja, Sidon, schneller als gedacht, ne? So flink bin ich. Und hier ist sogar eine Truhe, lol. Und da ist jetzt nämlich Rijo drin oder so. Keine Ahnung, gönn, bitte. Nicht ganz, ja. Schade eigentlich. Und jetzt müssen wir noch den Scheiß hier aufmachen. Sehr schön. Das könnte unser letzter Schrein sein. Ich glaube, das ist unser letzter Schrein tatsächlich. Ja, safe eigentlich, ne? Wir haben, glaube ich, 8 gerade. Ja, let's go. Das ist der letzte Schrein, den wir machen müssen. Oder waren es sogar nur 8, die ich machen musste? Ich glaube, nee, ich glaube 9 Schreine, ne? Das Ding stellen wir hier hoch. Dann kurz mit dem Deckensprung raufgehen. Zack, wunderbar. Endlich wieder Redefreiheit. So, komm, irgendwas Geiles bitte mal wieder. Brauchen wir noch irgendwas Geiles? Jetzt ohne Spaß, ne? Es sind so viele halbwegs gute Dinger dabei. So wie eben so ein Donner-Griokon. Das ist schon cool auf jeden Fall. Oder so eine Eichel, ja. Oder so ein Hinox-Herz. Okay, ja, mein Gott, aber da geht mehr. Sehr schön.
Okay, nice. Scheinbar ist Totosee die nächste Anlaufstelle. Okay, alles klar. Dann gehen wir jetzt von hier aus zum Totosee, der sich genau hier befindet. Digga, wir haben so viele Rubine inzwischen. Was ist hier eigentlich los? So, und hallo Totosee. Das ist der Totosee, richtig? Das müsste der Totosee sein. Ah, genau. Okay, jetzt verlieren wir auch hier ein bisschen Kohle. Ich sollte mein Geld bald mal ausgeben. Das ist eigentlich, ich habe gerade viel zu verlieren. Ich habe gerade viel Geld zu verlieren. Ich habe deine Tafeln repariert. Bliblablub. Dankeschön. Die sind auch nicht randomized anscheinend. Das finde ich auch gut, weil es wäre ein Problem. Okay, dann wieder zurück. Aber diesmal gehen wir in den Himmel und können von da aus direkt zum Fisch fliegen. Aber ist das richtig? Das ist doch nicht richtig, oder? Ich meine, nur mal zum Test, ja. Was passiert, wenn wir jetzt zum Wassertempel gehen? Können wir das skippen oder müssen wir echt erst das antike Sora-Heiligtum aktivieren? Also ernst gemeinte Frage, vielleicht klappt das ja auch schon. Wir können jetzt schon irgendwie mit Sidon hier hoch. Ich glaube, Sidon taucht noch nicht auf, ne? Ich denke mal, Sidon taucht erst auf, sobald die Meldung kommt. Yo, das ist Sidon, das kann er und sowas. Ist auch in Ordnung. Danke für den Wüstenstirnschutz. Also gar nicht mal so schlecht. Da habe ich was gegen Flammengriox, falls sie mich nochmal angreifen. Ah, okay, hier vorne ist eine Truhe. Lecker, lecker, lecker. Und zwar... Was kommt bitte? Irgendwas Geiles mal wieder. Ja, ja. Minero, oh mein Gott, ja. Ja, Minero. Ey, Minero ist so praktisch. Oh mein Gott. Das war's der Beste eigentlich, den wir kriegen könnten. Weil dann müssen wir das fucking Konstrukt nicht besiegen. Ja, danke. Danke. Wurde auch mal wieder Zeit, ey. Unglaublich wichtig. Das hat gerade so viel Stress gespart. Wirklich jetzt mal. Ach, Synthese ist deaktiviert. Digga, Synthese ist deaktiviert. Gönn mir doch mal. Oh, Junge, ich habe zwei Fähigkeiten sogar deaktiviert. Was soll das denn? Gönn doch, Alter. Nein. Wie kann man so ehrenlos sein? Warum? Oh mein Gott. Pass auf. Okay, dann haben wir wenigstens was zu tun in der Zeit, ja? Dann haben wir wenigstens irgendwas zu tun. Alter, fick mein Leben. Oh mein Gott. Ich habe so Probleme gerade. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Alter, ist das... Okay, ich hab wieder Fuse, ich hab wieder Fuse, ich hab wieder... Nein, Digga! Das ist so unfair, das ist so unfair. Nein! Ach, Digga, das ist nicht dein Ernst. Och, Digga, komm schon, ist das wirklich dein... Ist das dein Ernst, Digga? Das tut richtig, richtig weh gerade. Na gut, ne? So, kurz einmal bitte die Königsschuppen. Dankeschön. Let's go. Ist auch ein geiler Sound irgendwie. Ist richtig cool. Och, Digga, jetzt können wieder Gigamas überall spawnen. Junge, das ist doch so ein Scheiß, wirklich. Aber Hinox und sowas immer noch nicht, ne? Da ist direkt vor mir einer. Digga, Sidon, da vorne ist ein fucking Gigama. Ja, Bro, kann ich jetzt gegen den kämpfen? Weil er ist halt ein fucking Monster, ne? Also, droppt er irgendwas Geiles? Ich hoffe einfach, der droppt irgendwas. Ich weiß, wie Sidon funktioniert. Okay, easy, easy. Aufpassen, 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 Digga. Wir greifen an mit... Wir haben gar nicht mal so gute Attacken irgendwie, ne? Wir haben gar keine Waffen. Zack, 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 zack. Okay, scheiße. Der Gigama juckt sich aber nicht für uns. Das ist so cool. What? Der kann seine Position ändern. Spitz! Klasse. Oder warum sieht er mich nicht? Ist das irgendwie, ist das ein Bug oder soll er mich nicht sehen? Alter, bewegt sich halt auch 0,0, ne? Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut, okay. Oder ich greife mit einem normalen Schwert an Scheiß drauf. Sehr gut, let's go. Der Gigama hat gar keinen Bock, ja. Der Gigama chillt da einfach. Molief. Gönn. Bruder, dafür habe ich nicht gekämpft. Warum chillt? Was? Okay. Jetzt hat er auch keinen Bock mehr. Verstehe ich aber auch, ja? Oh. Großer, gefährlicher Gigama. Gut, wir können echt nicht so viel skippen. Ne? Wir müssen trotzdem die komplette Quest machen anscheinend. Das ist sehr ärgerlich. Gut, machen wir einfach. Wir laufen einfach schneller lang. Es interessiert mich gar nicht. Lalalala. Der Gigama kann mir gar nichts. Oh mein Gott, er kann mir ganz schön viel. Ich habe schon wieder kein Ultran, Digga. Oh, du kannst mich Ultran wegnehmen. Das geht nicht, Digga. So, Sidon, ich weiß, was jetzt kommt. Ja, ja, ja. Du machst einen Wasserstrudel, das finde ich gut. Aber danach müsste ich es doch wirklich geschafft haben, oder? Da muss ich auch im Heiligtum erst noch was machen. Auf an die Ostsee! Ach, Digga, die Kriogs sind zurück. Perfekt, Digga. Das sehen wir doch immer gerne. Ja, Leuten irgendwie nicht, ne? Da muss ich bald mal drauf ansprechen. Können auch hier unten welche spawnen? Ich hoffe nicht, Alter. Weil hier in Kriog wäre wirklich mega unentspannt. Das muss ja echt nicht sein. Antikes Sora-Heiligtum, let's go. Komm, ich kürze einfach ab, Digga. Ich will hier alles abkürzen, okay? Wir machen jetzt keinen großen Prozess hier draus. Scheiße. Ich glaube, ich muss das alles gar nicht machen. Verlasse ich gerade die Höhle? WTF, was? Okay, krass. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Brauche ich nicht den Plan. Hier geht's doch rauf. Ja, genau, hier geht's rauf. Klar. Tschüss, 140 Rubine. War schön eigentlich. War schön mit euch. Ja, okay, ich wollte hier drauf. Habe ich noch ein Raketenschild? Ne, habe ich leider nicht, ne? Boah, schwierig, Alter. Oh, ist eine Truhe. Let's go. Die könnte was sein. Die könnte wertvoll sein. Komm, bitte. Gönn. Schild mit altem Holzpunkt. Nein, nein. Ja, besser. Voll dumm jetzt einfach, aber ich mache das trotzdem. Komm, fuck it. Wir machen das einfach, ja? Wir machen das einfach. Wir nehmen diesen Schlitten, tragen den hier rüber und so hoch es geht, ja, holen ihn zurück. Ganz entspannt, ganz ruhig. Stellen uns drauf und Zeitumkehr. Alles, um bloß nicht dieses Ding zu aktivieren. Einfach den zweiten Kanal zu aktivieren. Habe ich keinen Bock drauf. Und dafür gibt es sogar ein paar Rubine. Let's go. Ist doch schön. Freuen wir uns doch drüber. Rein da. Und jetzt können wir wirklich, richtig? Ah, Wir gucken mal, ob das funktioniert, ja? Klappt das jetzt? Wahrscheinlich lehnt der jetzt nochmal ab, ne? Okay. Ich glaube, ich weiß, was ich machen müsste. Dann machen wir das auch noch schnell. Ja, komm, dann haben wir Sidon auch noch. Warum nicht? Ne? Ich glaube, da müssen wir nur noch hier unten den Dude besiegen. Das ist, glaube ich, der einzige Checkpoint, den es noch zu erreichen gibt. Das müsste eigentlich der einzige Oh mein Gott. Ich dachte gerade, ich kann das Ding nicht sehen. Entspannt, entspannt. What? Ich könnte einfach nochmal Sneak Strike. Das ergibt gar keinen Sinn. Oh mein Gott. Was machen Miasma-Hände da schon wieder? Warum sind hier so viele Miasma-Hände im Himmel? Oh mein Gott. Das ist nicht cool, Digga. Das macht man nicht. Mein Leben ist vorbei. Mein Leben ist so gut wie vorbei. Scheiße. Einfach hochporten, ja? Einfach. Nein, ich kann mich nicht teleportieren. Ich kann mich nicht teleportieren. Ich werde teleportiert. Nee. Wait, was? Oder schaffe ich das noch? Schaffe ich das noch? Auf geht's, Sidon. Komm, auf geht's. Ach du Scheiße, ey. Ciao, macht's gut. Also, sie sind weg, die Vollidioten, Alter. Was für Donnergriok? Was für Donnergriok? Bruder, was geht denn jetzt schon wieder ab? Und warum sind. Wo ist der Loot? Warum ist hier kein Loot? Wo Donnergriok? Ich sehe keinen Donnergriok. Bruder, ist das lächerlich. Er ist auch despawned. Einfach die Spot, okay, cool. Warum nicht, ne? Junge, oh, ich kann es nicht aktivieren. Bruder, ich kann es nicht aktivieren. Alter, komm schon. Okay, Kriogs können nicht mehr überall spawnen, cool. Aber kann ich bitte dieses Ding jetzt aktivieren? Digga, das ist so nervig, Junge. Da haben wir es wieder. Halt dein Maul. Halt einfach dein Maul. Als ob das jetzt erst der fünfte Tod ist, Digga, wie unnötig.
Let's go. Sidon hört irgendwie schlechter als die anderen, ne? Oder der ist irgendwie mehr random als die anderen. Boah, da ist eine Truhe. Digga, hast du mich da noch nie gesehen. Scheiße, Digga. Sehr gut, komm. Komm, gönn, 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 gönn. Dunkelhose, lol. Sehr schön. Hol, Link, super. Kann einmal bitte nach oben gehen, dankeschön. So, hallo Octokos. Was können wir denn benutzen gegen den Dude? Was können wir gegen den hier benutzen? Ja, ist okay, oder? Boah, Digga, der hält da echt nicht so viel aus, ne? Er hält echt noch nicht so viel aus, das ist ziemlich nice. Echt noch Angriffsboost, nicht Dulli. Scheiße, okay, ich kann nicht speichern und ich kann mich nicht teleportieren, aber das ist auch gerade nicht so wichtig zum Glück. Sehr schön, Halbzeit. Ah, Octokos geht mir auf die Nerven, Junge, der geht mir richtig auf die Nerven. Haben wir es abgeschlossen, dann kommt er nicht nochmal. Das ist doch das Beste. What? Wir haben direkt schon rausgeholt, let's go. Danke für das Leibwache-Gewand. Auch cool auf jeden Fall. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Alter, wir sind viel zu stark, Digga. Achtung, zack, zack. Kindergarten. Kindergarten. Sehr schön. Nerz kriegen wir auch noch, stimmt ja. Oh, geil, Alter. Sehr, sehr, sehr gut. Ey, krass, damit haben wir eigentlich schon mal 3 von 5 Bossen. Sehe ich das richtig? Ich hoffe, ich bekomme jetzt Sidons Schwur, ne? Wenn nicht, ist irgendwie doof. Ich meine, ich habe schon den Helm, der ist gut auf jeden Fall. Aber ich brauche noch mehr Sora, noch mehr Phantomrüstung oder so ein Shit. Das wäre echt nice. Was? Was? Oh, wir dürfen Octokos nochmal machen. Also Yunovo ist auch gut, weil Boldogum ist halt auch nervig, aber... Bro. Oder war das jetzt komplett lucky? Ich glaube, nur die Schwure wurden untereinander gemixt, oder? Ich habe jetzt nicht zufälligerweise unter allen Items genau einen Schwur bekommen, oder? Zwar unter allen Items zufällig, da du Minero und Tulin auch random bekommen hast. Nein, oder? Als ob ich wirklich gerade so Luck hatte und aus allen Items einen von 3 übrigen Schwuren gekriegt habe. Das wäre zu krass. Das wäre viel zu krass. Ach, die Quest am Stausee. Stimmt, ich muss die Quest am Stausee ja noch machen. Wo ist sie jetzt genau eigentlich? Ach, ich kann mich ja nicht porten. Digga, ich muss nicht porten können. Ja, okay, dann machen wir erst noch das am Stausee. Ich bin lost, ja. Bevor wir zum Askaltsee gehen, müssen wir uns kurz zum Stausee gehen, damit wir die Quest abschließen. Dankeschön. Es geht auch genau jetzt. Wer ist der blaue Stein oder sowas, ne? Ich hoffe echt, das ist keine aufwendige Quest, Digga. Was soll ich nur tun? Stein. Um welchen Stein geht es? Findet sich in der Höhle da drüben. Dort drin gibt es noch viel mehr von diesen blauen Steinen. Und allesamt sind äußerst hochwertig, wenn sie nicht nur schwer wären. Wir haben irgendwelche blauen Steine, WTF. Der blaue Stein, das ist die Quest. Let's go. Wir schaffen das schon. Wir werden es schon schaffen. Oh, 91 Rubine nochmal. Dankeschön. Ja, kenne ich die Höhle? Also ich muss sie ja kennen. Stausee-Kaverne. Sagt mir gerade nichts irgendwie. Ich glaube tatsächlich, ich habe die Quest noch nie gemacht. Ja, wahrscheinlich sind die hier. Das war's. Beim NPC waren kleine Boote. Schade. So viel zu, ich bin nicht lucky. Digga, ich habe immer noch keine Bautomatik. Junge, wie lange wurde mir Bautomatik eigentlich schon weggenommen? Das ist auch schon wieder irgendwie Stunden her gefühlt. Oh, kann ich mir irgendein Boot bauen? Come on. Also Ventilator bräuchte ich auf jeden Fall, ja. Wir haben keine Boote. Wir setzen kurz Teleport. Nee, kann ich ja gar nicht. Bringt ja nichts. Okay, wir müssen ein Boot nehmen anscheinend. Ja, okay, gut. Das ist gut. Damit kann man arbeiten. Okay, und Kriox sind wieder weg. Ich habe gar nicht mitgekriegt, dass Kriox da waren. Nehmen wir einfach einen Stein. Das ist so random. Wir will so einen Stein haben. Wozu eigentlich? Wir sind ja nett. Wir erfüllen ihm natürlich den Wunsch. Hier, guck mal. Bitteschön. Oh, ein Stein. Gern geschehen. Damit kriege ich. Toll, eine Pristine Elster-Lanze. Die ist mir eigentlich relativ egal. Aber nett. Gut. Sehr schön. Dann haben wir jetzt schon mal 3 von 5 Zielen abgeschlossen. Jetzt geht's aber wirklich zum Askaltsee. Nein, wenn wir geportet, bitte nicht. Bitte nicht porten. Bitte nicht porten. Bitte nicht porten. Bitte nicht porten. Bruder, warum jetzt? Warum immer, wenn ich irgendwo super weit runterspringe? Das kann nicht dein Ernst sein. Ja, ich bin am Arsch. Ich habe keine Fee, ne? Ich habe keine Fee. Danke für nichts, Herr Waikutero. Dankeschön, wirklich. Da vorne geht's rein in die Höhle. Ja, da vorne geht es rein. Ich muss noch schnell den Schrein aktivieren. Komm, ich will den Schrein haben, ich will den Schrein haben. Und jetzt nicht übermütig werden. Schneel, jetzt nicht übermütig werden. Komm, kommen Sie. Kisinona-Schrein. Bitte nicht porten. Alter, ich dachte gerade. Oh, ich hab Automatik wieder. Nach so 8 Stunden mal wieder. Cool. Den Schrein nehmen wir aber gar nicht mit. Das ist so nur ein Teleportpunkt, ja? Ja, 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 ja. Jetzt kurz zur Erklärung, ja? Die Höhle an sich hier ist schon wichtig. Hier gibt es die grimmige Gottheit Klinge und es gibt hier einen Teil des Flammensets. Und alle anderen Truhen sind normalerweise ein Rubin. Aber jetzt natürlich nicht. Und das wird jetzt ziemlich witzig, weil wir halt jedes Mal jetzt die Chance haben auf was sehr, sehr Krasses. Und ihr seht, wie viele... Eieiei. Das kann jetzt echt was werden. Das kann jetzt echt was werden. Stachelkugelhammer, nee, nicht so. Elektrofrucht. Junge, das ist so unfair hier einfach. Nehmen wir den mit? Nee, ich glaube, den nehmen wir nicht mit, oder? Nee, nehmen wir nicht mit. Ein Apfel, okay, cool. Da haben wir noch 1000 andere Chancen, ja? Sanchi Langschwert? What? Achso, mir einfach zugeteilt gerade, lol. Oh, nehmen wir das mit? Nehmen wir mal mit, oder? Würde ich sagen. Okay, Hyrule-Reis, ja. Vielleicht aber auch kompletter Trash. So wie ein Glutflügler. Was macht ein Insekt in der Truhe? Keine Ahnung. Es ist wie so Rubbellose einfach, wisst ihr? Kann Trash sein oder einfach eine Niete. Aber es kann auch was richtig Krasses sein. Wir haben gerade sehr viele Rubbellose. Raketenschild. Ein Chimärenschild. Und Rakete. Das ist ziemlich gut eigentlich, ja. Weg damit. Nicht ganz das, was ich wollte, aber trotzdem nett auf jeden Fall. Ja! Wir haben's! Wir haben's! Let's go! Oh, es wurde doch Zeit. Es wurde doch einfach Zeit. Wie gut. Direkt ein Wille der Weisen hinterher. Wir haben das Masterschwert. Geil! Endlich, Junge. Aber gut, wo auch, wenn ich hier, ne? Noch ein Wille der Weisen. Digga, was? Gerade haben wir Mad Luck, wirklich. Also gerade haben wir wirklich dumm viel Glück. 2 Wille der Weisen und davor das Masterschwert. Was? Das ist viel zu krass. Falls ihr es auch mal spielen wollt, die Randomizer, einfach hier zur Höhle gehen und ihr habt gewonnen. Seelenschild, let's go. Digga, jetzt wird aber richtig gegönnt gerade hier. Komm, wir machen das hier weg. Ein paar sind noch da auf jeden Fall. Ein paar gibt's noch zu holen. Aber was heißt hier, ich bin nicht lucky? Also, das ist halt eine riesige Höhle. Hier gibt's halt super viele Chancen. 2 in der mit Bogen des Dämonenkönigs. Nein. Das ist irgendwie so, ich weiß nicht, es macht irgendwie so fun, einfach zu wissen, dass du alles kriegen kannst einfach. Oh. Okay, ist leider nur blaue Leune, aber trotzdem sehr stark eigentlich. Und noch was? Noch ein Wille der Weisen. Bruder, was denn jetzt los? Aber es gibt halt auch ein paar, ne? Ey, du da. Ach so, lol, das war eigentlich die richtige Truhe. Was gibt's hier eigentlich, das Flammenset oder sowas, ne? Noch ein Wille der Weisen. Bruder, was? Ich will noch mehr. Ich will noch mehr. Ich krieg nicht genug, Alter. Digga, die ist ziemlich
unheimlich stark. Die ist unglaublich stark. Eine pristine Ritterhelle Wade mit unglaublichem Angriffsbuff. Ach du Scheiße. Die nehmen wir auf jeden Fall mit. Ich glaube, wir haben alle geöffnet, ne? Wir müssten alle geöffnet haben. Und ich würde sagen, das hat sich gelohnt. Also allein fürs Masterschwert hat sich das doch tendenziell eher gelohnt. Würde ich behaupten. Geil, wir haben das Masterschwert. Digga, ich pack's immer noch nicht. Wir haben einfach das Masterschwert. Dann haben wir jetzt noch zwei Ziele vor uns. Zum einen müssen wir diesen einen Schrein hier vorne machen. Super nervig. Ich glaube, dafür müssen wir tatsächlich erst den Dekobaum befreien. Heißt, wir müssen hier vorne hin. LOL. Das ist so geil, wie sowas random einfach reinkommt. Okay, Rubinpanzer, cool. Ach doch, hier ist der Stahl. Okay, hier ist der Stahl, alles klar. Dann müssen wir nur kurz den hier vorne aktivieren. Schrein nehmen wir natürlich wieder nicht mit. Klare Sache. Goldapfellanze, Bruder. Kann ich das Masterschwert wegschmeißen? Nein, kann ich nicht. Schade. Das ist gut. Die ist tatsächlich gut. Einer geht's auf Tilurihain. Einfach durchfliegen. Ja, einfach durchfliegen. Komm, Tulin, beeilen wir uns. Wir sind gar nicht da. Okay, wir haben es geschafft. Wir haben es durchgeschafft und die Meersmärde sind nicht mehr aufgetaucht. Wie auch immer ich das gemacht habe. Egal. Auf geht's. Lol, ich hab nochmal einen Schattenbogen, dankeschön. Wir retten mal kurz den Dekobaum, würde ich sagen, ne? Ich weiß nicht, ich glaube, ich muss es halt tun. Oh lol, wir können aber erst, haha. So, was machen wir? Wir machen, was verstärken wir denn? Ich würde fast sagen Tulin, oder? Komm, auf geht's, machen wir Tulin besser. Ich glaube tatsächlich, Ausdauer ist sinnvoller. So. Und direkt wieder in den Abgrund. Ich weiß gar nicht, was wir da am besten jetzt dagegen tun. Ich habe irgendwie gar nicht mal so viel, was ich hier machen kann. Aber ich muss die halt besiegen. Ich hab, da beißt die Maus keinen Faden ab, ja? Da müssen wir jetzt einfach mal durch. Wir könnten es halt mit dem ganzen Bums hier machen, aber es ist eigentlich zu wertvoll. Gehen okay, Irrpflanzen? Ich glaube nicht, ne. Komm, einmal. Einmal ist auf jeden Fall drin. Digga, danke für den Himmelspilz. Sehr freundlich, aber der ist mir gerade scheißegal. Wir machen nochmal. Aber wir können ja auch so besiegen. Wir können ja auch so besiegen. Let's go. Scheiße, 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 scheiße. Jungs, bitte. Danke, Minero. Let's go. Okay, das hat sich gelohnt, würde ich sagen. Was gibt's Schöneres, als gegen Phantomgarnon kämpfen? Wenn ich jetzt geportet werde, kotze ich, ne? No! Wie dämlich, Alter. Was? Bruder, das wäre Ewigkeit nicht mehr passiert. Lol. Bruder, was? Ich beschwere mich gar nicht. Alles gut, ich durfte ruhig sterben. Ist in Ordnung. Digga, WTF. Okay, ich habe nichts gesagt. Alles gut. Sehr gut. Okay, komm, aufkommen. Zack, zack, zack. Sehr schön. Hast du geschafft, ne? Pff, Kindergarten, Alter. Wer will was machen, ne? Komm noch her, du Flachzange, Alter. Aufkomm noch. Sehr schön. Let's go. Zack, 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 zack. Er ist halt tot. Let's go. Ich freue mich auf seinen Loot. Einen kleinen Frechdachs hier. Wunderbar. Wir haben 4 von 5 Weisen. Das ist super stark. Uns fehlt nur noch Rijo. Das heißt, wir müssen nur noch die Gypto-Königin besiegen und halt nochmal Phantomgarnons später. Aber der Dekobaum ist befreit. Aber einmal der Loot, bitte. Jetzt habe ich das komplette Sora-Set, nice. Aber ich möchte den Loot haben. Haha. Der Bogen ist mir relativ egal. Aber das Schwert, das ist nicht so trash. Das ist natürlich nicht so trash, ne? Und wieder ab an die Oberfläche. Jetzt machen wir endlich mal die Schreinquest, Junge. Diese ätzende Schreinquest. Es geht nicht um die Schreinquest an sich, sondern es geht nur um den Schrein dahinter. Let's go. Unser letztes Ziel ist damit auch noch erledigt. Pass auf, Geist. Oh mein Gott, was ein gutes Timing. Digga, wie lucky wir sind. Jetzt haben wir unser letztes Ziel auch noch erledigt. Pass auf. Nice one. Ja, sicherheitshalber, komm, den nehmen wir auch noch mit. Den nehmen wir auch noch mit. Ja, jetzt haben wir es auf jeden Fall. Jetzt haben wir es auf jeden Fall. Der Zekum-Marschschrein. Unser letztes Ziel, ja. Ach, ich kann nicht speichern, ne? Digga, speichern ist deaktiviert. Scheiße. Nur noch schnell den Ivarok besiegen. Wir wurden von hinten ja von unserem einzigen Ivarok bisher getrennt. Digga, WTF. Das war ein kurzes Leben, Alter. Das war wirklich ein kurzes Leben. Okay, perfekt. Uns geht genau jetzt wieder. Junge, das ist. Also, gerade kommt echt alles zusammen. Dann nur noch da vorne hin. Ja, okay, es war nur die Schreinquest. Alles gut. Aber jetzt können wir. Das müsste sogar ein Segenschrein sein, oder? Gönn einfach Segenschrein. Komm schon. Ja, let's go, let's go. Und es kostet mich ein paar Rubine. Schade. Die 19 verkraft ich aber. Die 19 Rubine sind in Ordnung. Lol, es geht. Anscheinend kann man noch Segenslichter hier bekommen. Entspannte Nummer. Jetzt können. Es geschafft. Wir haben 5 von 5 Zielen abgeschlossen. Let's go. Ja, das ist ein Act vielleicht, ne? Ist das ein Act? So, Nanium-Bogen. Cool. Meine Bogentasche ist voll. Nein! Fuck, den hätte ich echt mitnehmen müssen. So aus Versehen. Ich habe aus Versehen B gedrückt. Ich dachte, ich habe noch ein paar Slots frei. Check Goals. Wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Und wir haben es geschafft. Let's go. Alle Goals sind completed. Okay, das heißt, wir können uns auf den Weg zum Finale machen. Und das machen wir auch direkt. Da fackeln wir gar nicht lang rum. Wir gehen nur kurz noch zum Spähposten, kochen uns noch ein bisschen Scheiß zusammen und dann geht's ab. Dann geht's hier richtig ab, Junge. Dann geht's hier richtig ab. Sehr schön. Volle Heilung plus 4. Digga, so viel davon. WTF, wie viel habe ich denn davon, bitte? Volle Heilung plus 4. Volle Heilung plus 4. Glückstreffer, komm, gönn. Schade, zum Miasma-Schutz, entspannt. Ja, Level 2, genau. Wie kann ich denn sonst noch zu Medizin machen, wenn ich Medizin herstellen will? Braucht doch irgendwie sowas, oder? Geht nicht, sowas geht, glaube ich, nicht, ne? Ich glaube, sowas funktioniert nicht. Ja, ne? Es geht nicht. Doch, es geht. Komm, gönn. Ja, okay. Wieder 4. 6 sogar. Oh, scheiße, das war echt dumm. Okay, ja, wilde Sache. Wir sind vorbereitet. Ich würde sagen, wir sind wirklich vorbereitet. Haben wir noch irgendwelche Segenslichter? Nee, ne? Schloss Hyrule. Hallo, die Meldung kommt ein bisschen spät vielleicht. So, und wir haben Bautomatik wieder. Jetzt haben wir gerade tatsächlich alles wieder, ne? Gut, okay, dann haben wir noch einen Gardebogen. Den nehmen wir natürlich mit, den Gardebogen. Den Garde 2, dann nehmen wir natürlich auch mit. Garde-Ellebade, sehr schön. Dann haben wir noch das Garde-Schild, auch sehr sexy. Noch das Garde-Schwert. Okay, wir haben gar keinen Platz mehr tatsächlich. Das ist wieder eine schöne Meldung eigentlich. Wunderbar. Dann haben wir hier oben noch eine Truhe, wo eigentlich 50 Rubine drin sind. Mal gucken, was das sein wird. Lol, die ist gar nicht mal so schlecht eigentlich. Wie ein Sonnenkirmes, okay. Oh mein Gott, was? Digga, hier ist ein Blockkonstrukt. Hab ich nicht ganz dran gedacht irgendwie. Oder hab's irgendwie vergessen oder verdrängt, dass die noch da sind. Ach du Scheiße, ey. Oh, lol, Kletterköpfe. Hier ist ganz schön viel Ausrüstung gegen Ende auf einmal. Bitte nicht töti, bitte nicht töti, danke. Okay, Patronen haben wir hier aber noch, ne? Und zwar einmal noch ein Segenslicht. Ah, scheiße, jetzt kann ich mir doch noch einen abholen. Jetzt kann ich mir doch noch ein Herz abholen. Ah, egal, wird nicht nötig sein. Also, es geht jetzt wirklich gerade zum Final Boss. Wir haben alles Ziel abgeschlossen.
Nein. Muss das gerade jetzt passieren? Wo sind wir hier, Alter? Wo sind wir hier wirklich jetzt mal? Ja, wir sind wieder gestrandet. Wir fusen schon mal. Aber dann kann ich mich halt, dann kommt meine Fähigkeit auch nicht zurück, ne? Das ist in Ordnung eigentlich. Antiker Dolch, den behalten wir auch erstmal. Das ist in Ordnung. Das ist auch in Ordnung. Das ist meine Trash-Waffe, die ich erstmal benutzen werde. Königsschwert, warum nicht, ne? Sehr gute Waffe eigentlich. Hieran machen wir Lauerleune Massivhorn. Let's go. Hieran machen wir Diamant, kann man auch machen auf jeden Fall. 49er Klinge, sehr schön. Diamantklinge, sehr edel. Donnerkrieger kommen auch lieber an 2 hin. Da finde ich eigentlich sinnvoller. Passing Time is now disabled. Cool, danke. Noch eine weitere Sache, die mir entfernt wurde. 33er Lanze. Das ist stark eigentlich. Wir haben gar nicht so viel zum Fusen irgendwie, ne? Das ist nicht am ehesten unser Problem. Wir haben gar nicht mal so viel zum Fusen. Aber egal, das schaffen wir trotzdem easy. Das sollten wir echt easy schaffen eigentlich. Also Real Talk easy. Oh, mal 2 sogar, stimmt ja. Ja, das war vielleicht ein bisschen wasted. Da wäre mehr gegangen auf jeden Fall. Aber das ist okay. Ah, let's go, wir können wieder. Okay, jetzt speichern, Alter. Hier unten jetzt schön speichern. Der Part hier unten ist so stressig, ne? Der Part hier unten ist so unglaublich stressig. Vorne geht's weiter, genau. Hier sind wir jetzt beim Eisbereich, richtig? Sind wir jetzt beim... Ne, wir müssen wieder nach oben, ne? Wir müssen wieder nach oben gehen. Okay, entspannt. Es geht mir einfach das meiste durch, ja? Ich möchte... Ah, ich habe keinen Recall. Oh, ich habe keinen Recall, bitte. Mein Leben hat keinen Sinn mehr, Alter. Oh mein Gott. Gut, wir ascenden hoch. Wir versuchen einfach hoch zu ascenden, okay? Weil Recall möchte er leider gerade nicht. Oh mein Gott. Warum wird das gerade so extrem? Der hat sich gefühlt über den ganzen Run so 3-mal geportet. Und was ist das jetzt gerade? Zum 3. Mal in 10 Minuten oder so. Och, Bro, wirklich. Was mache ich denn jetzt in Kakariko? Halt doch mal dein Maul. Was will ich? Ich will in die Kakariko nicht sein. Nein. Hau ab. Gut. Ich will nicht gegen ihn kämpfen. Nein, will ich nicht. Will ich doch gar nicht. Oh, wir haben es rüber geschafft. Okay, gut. Wir haben es rüber geschafft. Alles gut. Wir haben es rüber geschafft, ohne Zeitumkehr. Wir sind ganz entspannt bei der Eisstelle. Nicht einfrieren, nicht einfrieren, nicht einfrieren. Lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe, Digga. Okay, Weisen sind weg. Schade. Was machen wir jetzt? Jetzt müssen wir irgendwie da rüberkommen. Das machen wir am besten mit einem Schwebestein. Passt auf. Der ganz gediegene Hase, ja? Ich darf nicht sterben, ich darf nicht sterben, ich darf nicht sterben, ich darf nicht sterben. Ich darf nicht sterben. Nicht sterbi. Komm, ist mir egal. Ich tank das einfach, ich tank das einfach. Okay, Dulli, voll Idiot. Ich habe ihn irgendwie gedodged. Alter, what the fuck? Wie habe ich ihn die ganze Zeit gedodged? What the fuck? Wie hab ich das denn gemacht? Sehr gut. Die alte Kapuze, aber ohne Kapuze, cool. Dann aber bitte das Teleport-Medaillon einsammeln und hier hinbringen. Dankeschön. Wir haben es quasi geschafft, Guys. Wir sind fast da. Wir sind fast da. Ist nur noch, was ist es überhaupt? Gib du Königin, ne? Weil Rieche immer noch keinen Bock auf mich hat. Ey, weh, ich muss die anderen Weisen doch noch machen, ne? Die anderen recken, weil ich die Tempel ja nicht wirklich abgeschlossen habe. Das wär mein Albtraum. Hieran habe ich auch nicht ganz gedacht, wenn ich ehrlich bin. Ich arbeite mich rückwärts. Das klappt schon. Oh mein Gott, Alter, wie hab ich das denn geschafft, bitte? Angespannte Lage auf jeden Fall. Ich habe keine Ahnung, was das gerade war. Aber ich habe es irgendwie durchgeschafft. Skill, ja, schon Skill, ne? Heilige Scheiße, ist das schlecht gealtert. Nee, Alter, was? Nein. Digga, weil ich nichts gesehen habe. Muss auch erstmal schaffen. Ich bin seit 5 Sekunden zurück. Halt dein Maul. Ich will nicht den fucking Turm der Ranellspitze. Was mach ich hier? Alter. Wo hab ich das Teleport-Medaillon zuletzt gesetzt? Ich auch gerade so oft teleportiert werden muss, ne? Ich schwöre, Waiku trollt mich einfach. Digga, nicht schon wieder, was? Ist es doch nicht randomized oder was? Also ist es doch irgendwie gescriptet jetzt, dass es immer wieder die gleiche Stelle ist? Oder was machen wir hier, Alter? Höhle der Ostranellstraße, cool. Gerade wollte mich wirklich triggern, ne? Also... Halt dein Maul, was ist das denn? Man sieht überhaupt nichts. Was ist das denn? Man sieht es doch sonst auch immer. Auf wie drauf wie keine Sterbi. Nix Sterbi hier. Nee. Das ist eigentlich echt prädestiniert als Teleportpunkt. Wunderbar. Los geht's, Alter. Ja, wir haben Thulin auf jeden Fall. Wir haben Junobom. Okay, alles klar. Wir haben die ja schon alle. Hängt anscheinend von den Weisen ab und nicht davon, ob wir die Tempel geklärt haben. Als allererstes schmeißen wir natürlich, wie immer eigentlich, einen wunderschönen Rhodoniten hier vorne rein. Let's go. Da wird schon mal gefühlt die Hälfte ausgelöscht. Das ist nice. Nero auf. Sehr gut. Warte mal, was? Weisen waren... Achso, das sind ja gar nicht die Weisen. Das heißt, es ist anscheinend vorgescriptet, dass die hier immer am Start sind. Das ist ziemlich korrekt tatsächlich. Sehr gut, okay. Erstmal den wegknüppeln hier. Wir schießen das voll auf den Dude. Was eine kleine Eisexplosion macht, genau. Sehr schön, okay. Neue Waffe. Irgendwie Masterschwert. Scheiß drauf. Rein da. Ja, komm. Du auch weg. Let's go. Und dich pushe ich von der Stage runter. Komm, runter hier. Runter. Du musst runter von der Stage. Runter von der Stage, Bruder. Komm. Minero, was machst du denn? Alter, Minero behindert mich wirklich nur, ne? Er müsste runterfallen. Das reicht, oder? Ja, es hat gereicht. Okay, alles klar. Anspannung LP. Und wie gesagt, das ist auch die Hauptaufgabe. Die Armee ist tatsächlich die Hauptaufgabe. Die Bockblins sind das Schwierigste hieran. Das wissen wir, glaube ich, inzwischen alle. Das sind aber echt dumme Bockblins. Sehr gut, okay. Hat sich gelohnt. Hat sich definitiv gelohnt. Sehr schön. Okay, das ist so knapp, Alter. Das ist so knapp hier alles, WTF. Oh, was? Digga, das ist Anspannung, ey. Die ist real gerade. Die ist richtig real. Okay, das ist auch noch weg hier. Komm, weg mit dir. Hast geschafft, ne? Giptus könnte auch nochmal eklig werden. Ich muss halt übertriebenst aufpassen mit meinen Edelsteinen. Das ist halt wirklich eine der größten Gefahren. So, ich mach sowas. Ich mach was ganz anderes. Schwebestein. Los geht's. Spring. Let's go. Sehr gut, okay. Das ist schon sehr hilfreich. Achtung. Let's go. Ja, Mann. Alle auf einen Schlag, ne? Alle auf einen Schlag ausgelöscht. So schaut das aus. So hat es zu laufen. Geht doch. Ganz einfach. Das waren wirklich alle auf einen Schlag. Ach du Scheiße. Komm, gönn Topas. Let's go.
Bruder! Okay, das hat sich gelohnt. Das hat sich definitiv gelohnt. Und ich mach mal auch fertig, komm. Ich lasse ihn vielleicht sogar noch extra kurz am Leben. Aber ich hoffe, ich bereue das nicht. Aber ein bisschen Blut einzusammeln, komm. Weisen, entspannt euch bitte. Entspannt euch einfach, ja? Sie haben sich nicht entspannt, scheiße. Okay, wir haben es geschafft. Armee des Dämonenkönigs ist überstanden. Das heißt, der einzige, der jetzt noch auftaucht, ist die Ägyptokönigin. Vor der habe ich aber trotzdem extreme Angst. Die kann mich halt auch, wie gesagt, one-hitten. Deswegen halten wir uns sicherheitshalber trotzdem nochmal hoch. Auch wenn wir. Ach nee, geht sogar perfekt. Lol. Das hätte ich die ganze Zeit machen können, ich Dulli. Okay, also komm her. Sehr schön. Frogs can now spawn everywhere. Nein, bitte nicht, Digga. Bitte jetzt nicht überall spawnen hier. Das ist unfair. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Wenn wir jetzt irgendwie noch mit einer Eisrot hinterherkommen, das schmeckt dir gar nicht, ne? Das schmeckt dir ganz und gar nicht. Sehr schön. Okay, und jetzt mit allem, was ich hab, drauf da, Alter. Ich presse am besten nochmal irgendwie Damage Boost hinterher. Komm, doppelte Angriffskraft hinterher. Wir müssen die schön auf Halbzeit kriegen. Let's go, komm. Scheiße, ganz knapp nicht geschafft. Sehr schön. Okay, okay. Wir haben sie auf Halbzeit. Wir haben sie auf Halbzeit. Das ist sehr gut. Ich bin so angespannt. Scheiße, Digga. Jetzt wieder auch aufpassen, ne? Komm, gib mir Topas. Gib mir Topas. Gib mir Topas. Auf. Oh mein Gott, war das knapp. Oh mein Gott, war das knapp. Ich habe mich fast selbst getötet. Ach du Scheiße. Mein Bogen ist leider fast kaputt. Da muss ich drauf achten. Funkelfrucht, Funkelfrucht nochmal hinterher. Komm. Da muss ich nochmal drauf achten. Nein, 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 Dicker. Oh Mann, diese nervigen Meldungen die ganze Zeit. Das ist so krass hinderlich gerade. Irgendeine Explosion, komm, irgendeine Explosion. Scheiße, scheiße, scheiße. Ich sollte mich wahrscheinlich hochheilen, ne? Wahrscheinlich sollte ich mich gerade eigentlich hochheilen. Komm, 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 komm. Gönn, 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 gönn. Nein, das ist nicht dein Ernst. Digga, es ist so dumm. Es ist so dumm. Es ist so dämlich, wirklich. Was passiert hier gerade? Ich ragdolle noch, ich ragdolle noch. Ist alles in Ordnung? Ist alles in Ordnung? Oh, bleib mir weg, Alter. Das kann doch nicht sein wegen einem Treffer. Die Scheißmeldung gerade. Hau ab jetzt. Ich hab's. Meine Güte, ey. Das war ein bisschen zu stressig gerade, wenn ich ehrlich bin. Einer nach dem anderen. Ganz entspannt, einer nach dem anderen, ja? Das sind viele Ziele, das ist ein großer Vorteil, okay? Ich kann ganz normal Nahkampf machen. Das ist ganz entspannt. Das ist ganz entspannt eigentlich alles. Einer nach dem anderen, ja? Einfach einer nach dem anderen. Das ist nicht so kompliziert. Das ist wirklich kein Hexenwerk. Sehr cool, okay? Okay, sehr gut. Anspannung ist absolut real. Eigentlich sollte ich mich hochrennen, aber das Ding ist halt, es ist auch mutig irgendwie. Aber wir machen das erstmal. Ich hoffe, das geht gut. Sehr gut, okay. Was? Er ist tot? Nein. Okay, alles gut, ich kann nicht getroffen werden. Alles gut, ich kann nicht getroffen werden. Aber er muss tot sein. Ja, ist doch tot, WTF. Boah, ist das, Digga, ist das so dreckig, ne? Das ist so dreckig, er war schon tot. Alles gut. Gut, dass der ganze Loot hier noch rumschimmelt, Alter. Das ist so wichtig, ne? Komm, weg mit dir. Digga, ist halt auch so unfair, ne? Halbzeit. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie sehr ich gerade zitter, ne? Warum bin ich jetzt mal so angespannt gegen Ende? Das ist halt so nervig, ne? Ich würde das so ungern machen, ne? Mit dem. Ich muss es eigentlich tun. Jetzt habe ich erstmal Angriffsboost. Wir machen so. Scheiß drauf. Muss auch hochheilen, nicht Dulli. Richtig dumm, richtig dumm. Aber ja, auf, was klappt daran? WTF, Digga, was will ich jetzt mit dem scheiß Segenslicht, Alter? Bleib mir doch weg damit. Digga, ich bin so angespannt. Let's go. 2 auf 1 Schlag. Sehr schön. Sehr ordentlich eigentlich, tatsächlich. Fuck, 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 fuck. Ey, mein Schild hält so viel aus, ne? Das ist der Wahnsinn. Junge, bleib mir doch weg damit jetzt. Ich brauch das alles nicht. Ja, gib mir halt nochmal zum x-tausendsten Mal Tabanta-Weizen. Ist okay. Lass uns kurz gucken, ob ich irgendwas austauschen kann. Ich kann theoretisch auch Miasma-Prügel an irgendwelche anderen Dinger dran fusen, ne? Das ist gar nicht mal so schlecht eigentlich. Wo will er denn hin, Digga? Will Tool denn angreifen? Sehr gut. Sehr gut. Ich hab fast verkackt. Ich hab gerade fast verkackt. Ach du Scheiße. Bin gerade nach hinten ausgewichen und es wäre fast ziemlich nach hinten losgegangen. Wortwörtlich, ne? Jetzt nochmal kurz konzentrieren, ja? Eieieiei. Was tue ich mir hier an, wirklich? Bin ein bisschen vorsichtiger diesmal. Sehr gut. Komm doch auf. Verrecke! Ich verreck nicht, du verreckst. Aber alles entspannt, Bro. Alles entspannt. So nicht, Minjung, ja? Ich will kein Rodania hin. Ah, das ist so unfair. Das ist so unfair, ne? So. Und jetzt schön. Schön mal Ausdauer hinterher. Das hat sich gelohnt auf jeden Fall. Das hat sich ordentlich gelohnt, würde ich sagen. Danke, Tulin. Alter, Tulin rasiert hier mal richtig. Scheiße, scheiße, scheiße. Hab ich Schlimmeres. Komm. Sehr gut. Aber Flurry Rush nicht nochmal, oder? Genau, erst in der zweiten Phase. Erst in der zweiten Phase. Sehr, sehr gut. Ich sollte das schaffen. Ich sollte das echt schaffen eigentlich. Auf, komm, greif an. Bleib mir weg damit, Alter. Nein, hau ab. Schön, Scheinwerfer. Toll, danke. Ist mir herzlich egal. Jetzt hast du mein Flurry Rush kaputt gemacht. Ach, komm, Digga. El Papi Chulo, stirb. Sehr gut. Halbzeit. Ich bin drauf vorbereitet. Komm, ich pack das, Alter. Ich pack das. Komm, du kannst mir jetzt echt gar nichts mehr. Du kannst mir wirklich gar nichts mehr, Alter. Ach, scheiße. Mach dir nochmal. Ja, dass ich jetzt den Schatzschild hab, aber da ist mir auch egal. Danke für die Ölflasche. Cool. Cool shit, Bro. Oh, fuck. Sehr gut. Hab ich voll vergessen, dass es geht, ehrlich gesagt, bis zu dem Moment gerade. Sehr gut, greif an. Komm, greif doch an. Ha, yes, Alter. Ich glaube, ich hab mehr Kampflust als er selbst. Oh, actually, guys, also ich weiß nicht, was haben wir hier nochmal dran? Gamma-Krieger-Konstruktoren? Ich sag nö. Scheiße. Okay, ärgerliche Momente. Oh mein Gott. Jetzt gerade tut's weh. Jetzt gerade tut's ein bisschen weh tatsächlich. Komm, greif doch an. Greif doch an. Greif doch an, Alter. Er ist vorbei. Er ist durch. Ich hab ihn, oder? Ja, Mann. So schaut's aus. Oh mein Gott. Wie gut ich es noch gefused hab, ne? Oh, das habe ich gerade sehr happy gemacht. Wenn euch das gefallen hat und ihr mehr Randomizer-Content sehen wollt, dann lasst es mich gerne in den Kommentaren wissen und abonniert hier gerne kostenlos den Kanal. Ihr wisst Bescheid. Dankeschön.